Stattfinden, aber dann warf Deutschland die Engländer im Viertelfinale mit dem legendären 3:1 von Wembley raus. Und wie dem 3:1 im Viertelfinale gegen England die Heimbilanz und gegen Fußballnationen wie Portugal, Schottland und Dänemark sich durchgesetzt. Im 32. und 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Van Himst. Spielmacher der Belgier Paul van Himst, Spieler im deutschen Team bei dieser Europameisterschaft. Van Himst, schön abgelegt, auf Docks. Diese Namen, diese Nummern, die 6, die 10, am auffälligsten in diesem Halbfinale. Und dann im herrliche Pässe aus dem Fußballgelenk. Und damals. Und Horst-Dieter Hött. Vieles bei den Belgiern wirkte in dieser Anfangsphase ein bisschen zufällig. Und solche Ansätze eines Gefahrenmomentes waren äußerst selten. Wieder Van Himst. Immer wieder gesucht. Er, der Mann mit dem Bestwilling. Fach untersagt. Deutlich auch anhand dieser Bilder, wie die Belgier sich das Ganze vorgestellt haben. Ein neuen Mann Abwehrriegel der ersten Halbzeit nur allzu selten. Es lag natürlich auch an der individuellen Klasse der Deutschen, die einfach besser besetzt waren, sich damit durchsetzen konnten. Kremers und Van Himst hilft hinten mit auf. Abwehr der Belgier wurde damals übrigens der Pralinenriegel genannt. Dahle, Dolmans, Halens und Thyssen spielten Raumdeckung mit Abseitsfalle. Für dieses Finale, aber er konnte ihm nicht so den Stempel aufdrücken wie zum Beispiel Günter Netzer in der deutschen Mannschaft. Ein Freistoß, Semmelink, ein Tor für die Belgier, aber der übrigens Hans Tilkowski in diesem Spiel als Rekordtorhüter ablöste. Es war sein 40. Länderspiel im Trikot der Dönis. Zu weit vor, kein Problem für Pio. Van Himst. Klärt der deutsche Außenverteidiger Breitner, damals als eine Art Revoluzzer bezeichnet wird. Van Himst. Sie glaubten wieder an ihre, an die belgische Mannschaft. Van Himst, auch er liebte das Gewühl, das Gewimmel, das Gewusel. Und er liebte es, in Sekundenbruchteilen, in den Entscheidenden, dort zu sein, wo man Tore schießen konnte. Sucht Müller, versucht den Doppelpass. Das funktioniert nicht. Beckenbauer. Foul an den belgischen Kapitän, an Paul van Himst. Also der war für belgische Verhältnisse durchaus vergleichbar mit der Wirkung, mit dem Image, das Franz Beckenbauer in Deutschland hat.
Es sind seitdem 36 Jahre vergangen und die Fußball, auch das wieder vorausgesehen. Schnell zur Stelle, im entscheidenden Moment die Chance verhindert. Nachschuss von Verheyen abgeblockt und noch einmal Van Himst. Und wieder Sepp, ein fester Griff. Und dann hatte er das Leder. Hier, noch einmal. Eine der seltenen Zeitlupen, der Doppelpass Van Himst in das belgische Team. Und es wird angesichts der Spielweise der Belgier in der zweiten Halbzeit auch deutlich. Er war WM-Torschützenkönig geworden. Und in der damaligen Saison mit sage und schreibe 40 Toren. Ja, auch Bundesliga. Torschützenkönig. Der Respekt vor den Deutschen war einfach zu groß. Sie galten als übermächtig. Meister mit Borussia Mönchengladbach, nachdem Netzer nach Madrid wechselte. Mit Netzer im Finale. Da war Deutschland dann 90 Minuten lang wieder konzentriert. Van Himst. Was war einfach.